Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Minecraft auf dem Creepergame Server. Und heute zeige ich euch, wie ihr wieder schnell und einfach Geld verdienen könnt. Das ist jetzt die zweite Folge. Als erstes würde ich euch ans Herz legen, wenn ihr neu anfangt. Ihr kauft mit eurem Start Money keine Blöcke zum Bauen oder so, sondern ihr farmt sie. Ihr kommt hier in die Farmwelt mit / Warp Farmwelt. Ja, und da könnt ihr dann Blöcke farmen, alles mögliche, wie Holz, Stein, alles mögliche. Aber ihr könnt hier auch in den Nether, auf Creepergame / Warp Nether. Und dann hätte ich euch ans Herz gelegt, wenn ihr Netherbricks, halt diese Netherbricks hier farmt, wenn ihr da eine kleine Kiste voll habt, könnt ihr die mindestens für 3.000 verkaufen. Und es ist viel Geld zum Anfang. Ja, oder ihr könnt Obsidian farmen, das ist ja auch viel Geld, oder Wolle. Und wenn ihr euch schon ein bisschen verkauft, dann kauft ihr euch Wolle oder farmt Wolle. Macht in der Farmwelt immer, sucht euch immer Schafe. Und dann macht ihr euch Banner. Halt kauft euch irgendwo, wo es günstig gibt, vielleicht für 100 Banner, wie bei mir. Wenn da jetzt steht hier, weißer Banner, dann kann ich, weil ein Banner zu verkaufen, das bringt ja nicht. Dann hast du den ja nicht mehr. Dann machst du dir halt einen zweiten Banner, wie ihr wisst, wie ein Banner geht. Und dann kannst du die duplizieren. Halt, da steht ja weißer Banner drauf und es ist auch ein weißer Banner. Dann kannst du hier für 2 Banner von denen. Und dann kannst du einen davon verkaufen. Und Banner kannst du zwischen 90, ich verkaufe 100 und bis zu 300 Dollar. Als Banner könnt ihr als nächstes verkaufen. Und wenn ihr dadurch viel Geld eingenommen habt, dann könnt ihr auf Erze umstellen. Und danach dann halt auf Beacons einkaufen günstig. Und dann halt vielleicht so seltene Köpfe oder so. Und dann danach halt nach den Köpfen hätte ich dann gesagt Spawn Eggs einkaufen und dann wieder verkaufen, teurer halt. Und dann Spawner verkaufen, einkaufen. Und wenn ihr dann richtig reich seid, oder vor dem Spawner vielleicht, ihr könnt Grundstücke aushöhlen und dann was draufbauen, halt ganz aushöhlen. Wie dieses Grundstück zeige ich euch, / PH Agent. Das ist von meinem Freund. Oder von meinem Bruder. Ihr könnt ja, wenn ein Admin für euch das macht, ist es noch teurer, so ein Adminrand. Und halt, der hat hier so ein Haus gebaut und dann ist es halt ganz ausgehöhlt. Seht ihr? Hier ganz ausgehöhlt. Und das kannst du dann mindestens für richtig viel Geld verkaufen. So. Und dann könnt ihr nach den Spawnen und den ganzen Grundstücken als kaufen oder claimen, dann was drauf bauen und dann wieder verkaufen. Und irgendwann könnt ihr dann auf Endportalrahmen gehen und die dann verkaufen, kaufen. Ja, und ich wollte euch halt ins Herz legen, dass ihr nicht immer einfach nur Blöcke kauft oder so, sondern halt mehr Farmzeit investiert, aber dafür könnt ihr das dann auch für viel Geld verkaufen. Und gebt nicht irgendwie Geld aus für Blöcke, sondern farmt sie selbst und kriegt dann dafür noch Geld. Ja. Und das war's eigentlich mit meinem Video.